sandig werden. Naja, das hat mit Sand nicht. Gar nicht cool aus für dich. Staatskanzleichefs und er gilt als ausreichend.
überholen. Du willst mich überholen. Ich als Seeufer habe die Fäden in der Hand und Bayern bleibt handlungsfähig auch nach einer Regierungsumbildung. Denn die CSU hat in Berlin eine aus ihrer Sicht wichtige Baustelle. Viele Gesetze von Streu, Obst, Wiesen und Gärten möchten von ihrer Leiter zu Saft verarbeiten lassen. Wiederum ist es nicht möglich. Es gibt sogenannte Lohntauschverfahren. Da wird das reine Obst sein, muss dabei gebracht. Der alte Saft aber kann auch aus dem Obst anderer Anlieferer stammen. Nicht so in Hauenzahl im Landkreis Dillingen. Judith Zacher hat dort im Osterei besucht und mit Gartenbesitzern gesprochen. Auf den eigenen habe ich den noch kriegt? Das kann doch nie wahr sein hier. Die Jungs. Bring hier auch noch mal einen gescheiten Sender hin hier. Der einzigste war WDR 5. Und da kommst du auch mit einem bisschen noch mal voran. Na? Auf, zack. Meine Fresse, nee. Komm voraus. Komm, gib her. Ich fühle mich auf der Spur einfach wohl. Und ich bleib da auch jetzt. Kilometer geradeaus. So, jetzt haben wir den Carcoline noch. Ich bin zu schnell für ihn. Ganz einfach. Was soll die Scheiße, ey? Baustellenbereich auf, da ist 80. Wenn die Blitze aufstellen, hat er keinen Führerschein mehr. Punktesammler. Naja, vielleicht hat er noch einen Führerschein. Zahlt dann eine Strafe. 10 km zu viel. Tja, kann ich auch nicht helfen. Ist immer so. Ich mag die Gesetze nicht. Ich muss sie befolgen. Ich habe dafür keine Zeit. Solche Spielchen. Wenn es dann schnell genug ist, muss es hinten bleiben. Ganz einfach. Wurde im Überholverbot überholt. Weil da kann ich nicht überholen. Darf ich nicht. Wenn dann irgendwo eine Streife steht, gute Nacht. Amen. Das Licht ist doppelt so hell wie das von dem Vordermann. Das fand ich an. Sieht aus wie Fernlicht. Tut mir leid, aber es ist so. Im Vergleich, wir fahren jetzt nebenher. Der Unterschied ist krass, der ist gewaltig. Das mal erläutern dürfte. Wir haben ja an der Seite diese Betonmauer. Die Betonmauer sieht man auf dem Video nicht. So. Er hier sieht sie, weil er Fernlicht anhat. Die ist so dermaßen hell, die Leitplanke, die Betonmauer auf der linken Seite, die ist so dermaßen hell, dass er sie voll ausleuchtet. Bis 20 Meter vor sich. Das ist krass. Bei mir siehst du vielleicht gerade mal 10 Meter. So leicht, so ein ganz leichter, so ein leichter Ansatz. Das war es dann aber auch.
Aber bei ihm ist es voll erleuchtet. Selbst jetzt, wo er auf der LKW-Spur ist. Boah. Das ist wie wenn er an der Leitplanke entlang fährt, hier links an dem Beton. Was ich noch nicht ganz so verstehe, ist, ich habe zwei Fahrzeuge. Das eine fährt 90, das eine fährt 91. So, jetzt sagt sich das Fahrzeug, wo 90 fährt, ich lasse es bergab rollen, bis ich am Kollegen bin. Dann hört er bergauf. Kollege, der 91 fährt, fährt auf der Geraden. Zieht weg und freut sich. Der mit 90 hängt hinten dran. Bis zum nächsten Berg. Da setzt er dann zum Überholen an. Er schafft es auch vorbei. Bergab. Wird auf der Geraden dann wieder von dem 91er überholt. Am nächsten Berg probiert er es wieder. Und am nächsten Berg und am nächsten Berg und wird immer wieder überholt. Die Frage ist jetzt, warum? Warum tut es das? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das liegt am Gehirn oder an. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Auf Deutsch. Komisch, ne? Ja. Solche Fälle hast du hier wie Sand am Meer. Der fällt wieder zurück. Er mag ja vielleicht 90 fahren können. Hat den Kollegen hinter, den wir jetzt gerade überholt haben, hat er auch gerade so mit Mühe und Not erwischt. Und ja. Und hängt hinten nach. Was soll ich dazu sagen? Pech gehabt? Kann man dazu Pech gehabt sagen? Naja, A3 Waldbrunn. Könnt ihr hinkommen? Wir sind bei Helmstadt, Aldi Helmstadt hier links. Üttingen, rechts, weg. Üttingen nicht irgendwo da vorne hier, Katte, also sprich hier vorne Richtung Magdeburg. Ja, lass ich ihn erst überholen. Bevor ich zum Überholen ansetze, weil es bringt mir nichts. Er ist jetzt vorbei. Rüber. Hier war früher mal Überholverbot. Na, Renault. Magnum, so wenig Power unter der Haube, ich habe nur 420 Pferdchen. Noch nicht, aber gleich. Oh. Ja, ist ein Magnum. Nerv nicht, ich hab's gesehen. So schnell wird er jetzt in Gütersloh, der Gliederzug, 92 auf der Geraden,
500 PS Maschine. Der hat 80 PS weniger, zieht aber trotzdem bergauf, gut bergauf, muss man sagen. Also so, der Kollege zum Beispiel, der mit mir in Güdingen war, der auch Italien fährt zum Beispiel, der hat ja gesagt, das ist, der hat noch die alten Reifen drauf, der fährt 91, wenn die neuen Reifen drauf sind, fährt er 93. Dann haben sie sich unterhalten hier den Berg zwischen Hammelburg und Kaltst, diesen großen Berg, ne, vor Weigerskröben, wo es dann rechts weggeht. Da fahren die meisten mit 30 km/h auf. Da hat er es mit 6 km/h mehr aufgefahren. Boah, der zieht ab wie Sau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal gucken, wie schnell ich mit dem Berg auf an der Stelle. Kann man sagen, wenn der jetzt 40, 45 mit der Güdingen-Ware drauf hochzieht, kann man sagen, naja, gewichtmäßig müssen wir noch schauen, wie viel Gewicht wir dann drauf haben. Weil es gibt ja unterschiedliche. Einfach geladen oder doppelt. 4, 5 Stück doppelt ist natürlich mehr Gewicht, wie wenn du einfach nur einfach drauf stellst. Also einfache Euro-Paletten oder eben Plastikpaletten, sind Plastikpaletten mit Ware. Ja. Müssen wir mal schauen. Miltenberg im Kurfranken und Überholverbot in 400 Meter. Zweispurig in 400 Meter. Überholverbot. Dass andere Kollegen auch so sehen wie ich. Da hat sein Wandellicht wieder ausgemacht. Geht wieder alles. Kleinlaster. Ja. Er rollt wieder. Wertheim, Miltenberg, dann kommt Max Altefeld, ja, dann kommt die Auffahrt Ost-Würzbach, wo wir immer runterkommen, auf die Autobahn fahren, Goldbach, dann sind wir durch die Baustellen durch, das ist Deutsch. Man schlängelt sie hier drum besser auf und nieder. Da hat es früher auch mal ganz böse Unfälle gegeben. Ganz böse. Da war ich noch Anfänger.
Das sehen wir immer hier den Berg nach dem